Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Meo. Wir spielen heute wieder ein bisschen Escape from Tarkov. Diesmal alleine auf der Map Woods. Und was ganz Neues, und zwar haben wir ein Sniper-Gewehr dabei. Die M700. Bin ich mal gespannt, wie es damit läuft. Ansonsten ist... Also ich muss mal wieder ein paar Scav-Runden machen. So Heal-Equipment-mäßig habe ich gar nicht mehr so viel vorrätig, habe ich gerade gemerkt. Was vielleicht noch ein Problem werden könnte, aber macht nichts. Das kriegen wir schon hin. Warte mal, das ist die maximale Zoom-Fähigkeit von dem Ding? Nee, oder? Das ist ja kompletter Quatsch. Scheiße. Damit, ich muss doch damit zoomen können, oder nicht? Warte mal. Das glaube ich nicht. Muss ich googeln. Man merkt, ich habe schon sehr oft mit diversen Sniper-Gewehren hantiert. Warte mal. Zoomen. Tarkov. Gucken, ob das schon reicht. Aha, Alt und rechte Maustaste. Schauen wir mal, ob das stimmt. Aha. Gut. Schon mal der erste Erfolg. Nächster Erfolg. Um wer rauszufinden, wo wir sind. Wir befinden uns nämlich aus zwei verschiedenen Gründen auf der Map. Zum einen wollte ich da mal wieder hin, weil ich Woods eigentlich ganz geil finde. Zum anderen haben wir eine Quest. Und zwar die Quest, ja. Einfach entkommen. Das sollten wir hinbekommen. Hoffe ich. Vielleicht. Sag mal. Und da wurden wir weggesniped. Oh, scheiße. Ich würde sagen, das machen wir gleich nochmal. Bis gleich. So, da wären wir wieder. Wieder Woods. Wieder mit einer Sniper. Und ansonsten nicht so... Warum habe ich denn zwei Masken am Start? Damit ich doppelt nicht erkannt werde, oder was? Ja, genau. Wo sind wir? Ich muss mich zurechtfinden. Ich habe... absolut keine Ahnung. Das ist schon mal sehr gut. Mein Plan ist, wir laufen jetzt einfach so lange, bis wir erschossen werden. Oder? Oh nee. Da ist ein Lager. Scheiß auf das Lager. Oder bis wir uns zurechtfinden. Ich würde mich ja tendenziell lieber... Ist da jemand gelaufen? Oder war das so eine Tropfenanimation? Okay. Da hinten sind Minen, da können wir nicht weiter. Hm.
Bisher habe ich nur die Bisher habe ich nur die Schüsse gehört und noch keine Bewegung wahrgenommen. Okay, da geht's schon übel rund, ey. Ja, alles klar. Bei dem Camp sehe ich jetzt mal niemanden, aber das hat ja nichts zu bedeuten. Weißt du was, wir gehen übel offensiv mit einer... Sniper immer die beste Wahl, aber wir gehen jetzt da hoch. Gar keinen Bock da die ganze Zeit mich anregnen zu lassen, ja. Wenn sollten wir auf jemanden treffen, kriegt der erstmal einen ordentlichen No-Scope. So habe ich mir das vorgestellt. Ja, komm schon. Dass auch immer Fire Clean ist. War der Schuss eben auf... Nee. War nicht auf uns. War schon mal gut. Ich höre auch nichts. Nee, da schießt keiner auf uns. Die dürfen gern aufeinander schießen, wenn wir hier einfach alles weglooten. Da ist Schrauben, nie verkehrt. Wir nehmen hier mal. Gibt's hier noch was? Das nehmen wir noch mit und dann gucken wir, dass wir uns verziehen, bevor die tatsächlich doch auf die Idee kommen, hierher zu laufen. Wir hier irgendwie... Oh, Moment. Ich muss ganz kurz unterbrechen, das war meine Tür. So. Jetzt müssen wir uns beeilen mit dem Überleben, denn ich habe gerade was zu essen bekommen und gemerkt, dass hier einfach einer liegt. Aber das ist eine Lootleiche. Wir gucken, dass wir hier wegkommen. Oh fuck. Das war hammerdumm. Oh Mann, nee, scheiße. Was haben wir denn? Och, geht eigentlich. Oh, ich riech die Pizza, ne? Ich habe mir Pizza bestellt. Okay, und darum liegt da wahrscheinlich die Leiche, weil hier ein paar Minen am Start sind. Dann laufen wir halt da nicht lang. Ausnahmsweise. Hier spielt jemand fröhliches Granatenwerfen. Rushen wir da durch, ja hopp. Scheiß drauf. Das ist das nächste Lager.
bin irgendwie dagegen, das zu durchsuchen, denn ich weiß... Alter, wir sprinten. Come on. Ich weiß, wo wir sind. Und ich glaube, ich weiß, wo wir hinwollen. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben immer noch die Quest. Überleben. Fire clean. Ach, Waffenschmieröl, okay. Mal kurz lauschen, aber ich höre nichts. Oh, fuck. Den einzigen Busch mitgenommen, der da stand. Nice. Wo müssen wir überhaupt raus? Oh. Sehe ich da was? Das ist auch eine richtig beschissene Position, wo ich hier bin. Also, wie kann man denn da bitte sein, wo ich bin? Mir war so, als hätte ich gerade was gehört, aber... Das habe ich vielleicht, habe ich mir vielleicht eingebildet. Okay. Man hört auch nichts mehr, ne? Also da schmeißt keiner mehr Granaten, da schießt keiner mehr aufeinander. Was genauso gut wie schlecht sein könnte. Okay, ich weiß, wo wir sind. Da hinten ist das Sägewerk. Hier läuft kein Scav rum, oder? Ich sehe mal keinen. Das sieht so aus, als würde es dem gar nicht so gut gehen. Aber wir looten den. Ne? Klare Sache. Weg. Du sollst es nehmen, Champ. Achso, ist wahrscheinlich. Versuchen wir es trotzdem. Ich glaube schon, ja. Wir geben. Nee, machen wir nicht, oder? Obwohl. Ach. Oh, scheiße. Warte mal. Prüfen. Level 4. Doch, machen wir. Komm.
Ich habe mal gelesen, Level 4 ist besser als Level 3. Also nehmen wir das Ding mit und reparieren es, wenn wir rauskommen sollten. Hä, geht jetzt die Sonne auf oder was? Was ist denn jetzt los? Oh, scheiße. Nicht durch den Busch. Sagen, irgendwie fühle ich mich nicht so sicher. Aus Gründen. Oh, und die Pizza riecht so gut. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Gibt heute nämlich geile Pepperoni-Salami. Dazu Schafskäse und Knoblauch. Und Zwiebeln. Das ist auch wichtig. Ich will hier auf die andere Seite Richtung Wasser, weil ich dann besser Schritte gehört. Weil ich dann einen besseren Orientationspunkt habe. Orientierungspunkt heißt das Wort, glaube ich. Ist ja eben einfach an uns vorbeigejodelt. Wir sind einfach unsichtbar. Und wir schießen immer daneben. Aber solange sind wir unsichtbar. Warum wird das Gras einfach immer dichter? Zum einen Überfluss habe ich natürlich auch. Das geht auch in den Karabiner rein. Nice. So, nice. Ich habe natürlich nur ein Magazin für die Sniper dabei. Alles andere wäre natürlich Easy Mode und das brauchen wir nicht. Sehen wir den irgendwo? Ich will jetzt auch nicht aufstehen eigentlich. Wir können nicht so weit runter gucken, wie wir es bräuchten. Wir können uns hier hinter dem Baum. Jetzt könnten wir natürlich könnten wir das hier erstmal weg in die Richtung. Da vielleicht ein bisschen aufpassen, weil da gerne mal Scav spawnen.
ist das denn? Wer ist das hier Essen? Trinkwasser. Ah, ich verstehe. Mehr Essen. Come on. Das ist schon gar geil. So, wir gehen jetzt wieder. Jetzt war diese Richtung. Da vorne müsste das Scav-Haus sein. Da können wir mal up-aimen, ob wir Scavs sehen, so auf die Ferne. Irgendwie nicht, ne? Wir wechseln mal auf die Mosin. Sollte uns der Kollege von vorhin noch entgegenkommen? Ist, glaube ich, eine Mosin besser als eine Sniper mit einem fetten Visier. Boah, hier ist aber auch richtig offenes Gelände, ne? Oh shit! Wir laufen nicht auf dieses Haus zu. Habe ich mir gerade überlegt. Guck mal, wie wir einfach mitten im Feld stehen. Hey, warte mal. Muss ich hier überhaupt raus? Oh Gott, ich hab hier. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe gar nicht geguckt. Oder ich habe schon geguckt, ich habe aber nicht aufgepasst. Nee, ich kann hier gar nicht raus, lol. Ich bin so dumm. Wo muss ich denn raus? Fuck. UN-Straßensperre, wo ist die denn? Warte mal, ich muss gerade hier. Klassischer Meo, ne? Direkt an einen anderen Ausgang gelaufen. Ey. Oh Mann. Extraction. Also halt, andere Map. Woods. Extraction. So, was wollten wir haben? UN-Straßensperre. Das noch ein Stück. Dann nehmen wir mal unsere Beine in die Hand. Was ZB014? Nee, ZB016. Auto auf Brücke. Ganz weit weg. Nördliche UN-Straßensperre. Hoffentlich laufen wir jetzt nicht dem Typen in die Arme, dem ich vorhin ein bisschen ein paar mitgegeben habe. Der ist da wahrscheinlich nicht so glücklich drüber und wird sich freuen, sich zu bedanken. Scheiße. Da auf die andere Seite müssen wir. Was ist da denn los? Loot gefunden mittendrin. Okay, krass. Bitte erschießt mich nicht.
Oh Mann, einfach auf gut Glück an irgendeinen Extraction Point gelaufen und gehofft. Super. Super. Jetzt kriege ich auch noch nasse Füße. Ich wollte gerade sagen, wir vermeiden die Büsche, aber es hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Okay, sprinten wir. Wir müssen da entlang sprinten, da hoch. Da liegt auch nichts zum Looten, ne? Eigentlich liegt da oben immer eine Waffenkiste. Aber was soll's, wir sprinten. Come on! Was soll schon passieren, hä? Nix. Ja, okay, muss man sagen, war ein stabiler Sprint. Das hätte ich so nicht hinbekommen, wahrscheinlich. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Nicht, dass da jemand vom... Also zum einen, glaube ich, spawnen hier Scavs in der Nähe und zum anderen hier Med Center und so. Also dieses Med Camp, meine ich. Ist halt auch ein bisschen beliebt, ne? Nicht, dass da jemand Bock kriegt, mal über die Straße zu laufen. Wir sprinten wieder. Wieder schön übers offene Feld, aber da sind wir ja Profis drin. Mittlerweile. Gucken, ob wir uns hinter den Steinen hier verstecken können. Ach Quatsch. Hä? Einfach mal einen Schuss abgeben. Meint ihr, die wissen, wo wir sind? Nee, oder? Sein. Aber es war genau so, wie ich es mir gedacht habe. Natürlich kam da jemand.
vom Matt-Gedöns rüber. Kriegen wir dafür Platz? Können wir da Platz machen für? Könnten zum Beispiel Croutons essen. Ist da noch was drin? Tatsächlich. Wer hätte das gedacht? Wir haben es tatsächlich überlebt. Obwohl wir uns so angestrengt haben, es nicht zu überleben, indem wir eben über freie Flächen gelaufen sind, einen falschen Extraction Point gelaufen. Aber ich will mich nicht beschweren. Hat doch dann ziemlich Bock gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Bock. Wenn dem so ist, gerne ein Like, gerne ein Abo dalassen. Und ich widme mich jetzt meiner Pizza. Tschüssi.